Hallo und herzlich willkommen bei. Mein Kabel hängt. Hallo und herzlich willkommen bei Virtue's, einer neuen Folge. Anton, danke, dass wir eingeschaltet haben am Kanal. Ja, ich habe mir mal einen neuen Java gebaut. Den da. Den Elementitaren. Deswegen werden wir mal einsteigen und die Mission starten. Ja, kommen hier auch mal rein. Ja, genau, da haben wir nämlich die Mission. Verfolgte Mission. Ist klar, die da ist es. Auswählen. Nein, ich will hier. Ja, warum kann ich die nicht auswählen? Start mit X. So. Machen wir mal direkt schwer, ne? Gibt hoffentlich besseren Loot. Deswegen dranbleiben. Da wären wir, Freelancer. Jawohl, ja. Bereit, dich hineinzustürzen? Ja, bin ich. Dann lass diese große, beängstigende Welt nicht warten. Unser Auftrag besteht darin, den Arkanisten Matthias aufzuspüren. Tessin hat uns die Position gegeben, an der er sie das letzte Mal kontaktiert hatte. Okidoki. Gehen wir mal hin. Ich bin gespannt hier. Ich muss überlegen, wie die ganzen... Genau. Die von Tessin zur Verfügung gestellten Koordinaten sind nah. Ich empfange den Kurzwellenfunk des Lagers. Kaputte Ausrüstung. Von Arkanisten. Nichts los hier. Und kein Matthias. Okay. Oh, warte mal. Hab da noch ein Signal. Gleiche Frequenz. Dann gibt es mehr als ein Lager. Folgen wir dem Signal. Wo ist es denn? Wo bleibt ihr, Jungs? Okay, ich habe eine neue Fährte. Für besseren Empfang müssen wir zum Ort, den ich auf der Karte markiert habe. Noch was ich wissen sollte? Abgesehen davon, dass sich Arkanisten dort draußen in Gefahr begeben? Über Matthias. Hochintelligent und leichtsinnig. Er genießt einen gewissen Ruf unter den Arkanisten. Kein... Wie man einen schlechten Ruf bekommt, steht in Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs. So, muss man sich noch ein bisschen mit der Fliegerei auseinandersetzen. Das Funksignal wird stärker. Matthias hat eindeutig mehr als ein Lager aufgebaut. Ja, schon da. Mechanisten lokalisiert. Sie sind tot. Und immer noch keine Spur von Matthias. Such nach allem, das uns bei der Suche helfen könnte. Da viel ist nicht zu sehen, ne? So, hier wollte ich auch nur hoch. Signalgerät gefunden. Wir können es benutzen, um Matthias zu finden. Wer hat was gemacht? Da oben. Die Suche dauert zu lang und es ist zu still. Bist du? Skarbe hindern die Suche. Unternimm etwas. Diese Plünderer versauen echt immer alles. Zerstör alle Nester, die auftauchen. Das könnte der Verstärkung den Weg abschneiden. Nester bedeuten Eska. Verstanden. Ja. Erledige die übrigen Skar. Funksignal? Ich arbeite noch dran. Ich rubbel am Funksignal rum, um die nächste Position zu finden. Versteh schon. Beeil dich einfach. Genau, ist ja relativ easy bis jetzt. Steht eine Menge auf dem Spiel, ich weiß. Mehr Nester. Hab's bemerkt. Autsch.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hilft mir mal einer? Wir müssen die Skarnester erledigen, und zwar schnell! Nix gönnt da! Ja, nischt! Nicht mal retten hier! Ja, wir können halt noch nicht viel, ne? Gut, ich muss meine Special, könnte ich jetzt... Jetzt müssen wir erst einmal die letzten Scar vertreiben. Die Waffe ist kacke. Keine Power hier. Endlich. Und fertig. Hier ist Arcanist Matthias Sumner. Die Ska haben mein Lager angegriffen. Brauche sofortige Unterstützung. Matthias, wo bist du? Er hat dich nicht gehört. Das heißt? Ich glaube, ich habe noch ein Lager gefunden. Okay, dann los. Hat sich Matthias noch einmal gemeldet? Nichts. Und ich habe das Funksignal gerade verloren. Wir brauchen einen Signalverstärker. Warte, hab einen gefunden! Hier ist ein Haufen Ska. Scheiße. Ich hab noch nie eine so hohe Ska-Aktivität gesehen. Was ist hier los? Weiß auch nicht. Ist aber kein gutes Zeichen. So viel zum Thema hier. Deckung gehen, ja. War ja klar. Alter Falter. Sieht aus, als nutzen sie Tore. Die hasse ich. Echt unfair. Ach, geht doch. Mal ein bisschen hier die Power nutzen. Okay, ich suche also nach einem Signalverstärker, richtig? Ja, er sollte in der Nähe sein. Du musst ihn nur aktivieren. Ach, Signalverstärker funktioniert. Ich gehe die Stufen hoch, suche nach einem Versteck, werde von Ska verfolgt. Matthias? Kann uns immer noch nicht hören. Ich hab die Koordinaten. Wo müssen wir hin? Da. Kriegen wir hin. Alleine hier durch rennen. Oh, ich bin ja fast der Letzte. Der Arcanist ist nicht im Lager. Warte. Dieses Funkgeräts gefolgt. Die Ska haben es zerlegt. Wenn wir das reparieren, können wir bestimmt Matthias finden. Die schießen mir auch vom Himmel. Okay, dreimal tot in einer leichten Mission.
Was passiert da mit den Ska? Irgendwas hat sie wütend gemacht. Neue Jahreswehr mit Level 2, 8, 18, 26 freigestellt. Okay. Vielleicht haben wir jetzt auch nicht den leichtesten zu Anfang genommen. Also man kriegt ja im Endeffekt alle vier. Das war wohl der letzte Scar. Reparieren wir das Funkgerät. Was soll ich tun? Öffne die Zugriffsklappe für mich. Ich erledige den Rest. Zugriffsklappe offen. Ich beginne mit der Reparatur. Owen, das sieht nicht nach einer Reparatur aus. Lass mich nur... Ah, verdammt! Nix kannst du. Das sag ich immer gerne. Warte mal, wir haben Gesellschaft. Ist eine Reparatur möglich? Ja, natürlich. Kümmer du dich um die Ska. Ich erledige das hier. Ausfahrung abgeschlossen. Ach, verdammt. Wir haben einen Großen. Konzentrier dich auf den Großen. Wo ist der Große? Vorsicht vor dem Flammenwerfer! Ein bisschen Deckung zwischendurch. Die Tore schließen sich. Wir haben sie wohl verscheucht. Kümmern wir uns um den Rest. Und dann zurück zum Funkgerät. Okay, ich glaube, ich hab's. Bist du dir sicher? Ziemlich sicher. Ja, ist ganz gut. Funktioniert. Ich habe eine Position. Ich schalte Matthias dazu. Ich rufe alle in diesem Gebiet. Ich benötige Hilfe. Die Scar sind überall. Es funktioniert. Matthias, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Welche Erleichterung. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich verstecke mich, aber die Scar suchen nach mir. Ich kann sie sehen. Du musst dich beeilen. Halte durch. Wir kommen. Keiner durch, ne? So. Das Verlies wird ja mal besser hier. Sein Funksignal. Bist du in Ordnung? Ein bisschen lediert, aber es geht. Siehst du die Rampe da vorne? Die mit der Statue? Geh da hoch. Irgendwelche Skar in deiner Nähe? Siehst du was? Hatte ein paar brenzlige Situationen. War knapp. Sie sind ganz schön unnachgiebig. Hey, was ist das? Ich habe ein paar Kanister gefunden. Könnten nützlich sein. So sollte man keine gefährlichen Experimente. Alles mal angucken, ja. Keine Sorge. Das wird eine kontrollierte Explosion. Ich glaube, du solltest dich beeilen. Da vorne haben wir es mit ein paar Skar zu tun. Weniger für Matthias. Das ist gut. Wo seid ihr denn alle?
Puh! Alter, ich kann nichts! Oh, nix! So, fertig! Zeit für den Praxistest! Was ist los? Matthias! Es hat geklappt! Kleine Falle! Die Scar sind direkt reingelaufen! Ich muss in Bewegung bleiben! Da kommt noch mehr! Achte auf die Nester! Dreck. Alter, ich habe ja gar keine Abhaltung. Der ist scheiße. Oh, das heißt jetzt warten. Das sieht nicht gut aus fürs Team. So, können wir jetzt hier mal. Versteht keiner, ne? Guck doch mal an. Ja. Ich kann es verstehen, wenn sie mich nicht mehr retten wollen, ne? Das ist doch nicht normal, ey. Ich krieg die ja kaum tot. Nee. Alter, das ist doch nicht normal. Und das nur auf normalem Level. Ich bin anscheinend aber nicht der Einzige, der dauerhaft verreckt. Haben wir überhaupt noch einen da? Ja, gehen wir erstmal den da oben retten, ist besser. Ich bin ja ehrlich. Der Abhang ist ja abnormal, ne? Der liegt noch nicht. So. Schönes Spiel. Ich glaube, mach mal hier einen Cut, wenn ich wiederbelebt werde, melde ich mich wieder. Ich dachte, danke fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.